Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Wir haben einen wunderschönen Schnellreisestein. So, dann schauen wir jetzt mal, wo wir am besten hinreisen. Ich glaube, da können wir hinreiten. Ist gar nicht so weit. Tun wir das und wir machen es endlich seit einigen Folgen mal wieder Hauptquest. Aber wie gesagt, ich fand diese Questreihe mit dem Nachfolger eigentlich sehr schön. Schneller. Haben sich ordentlich Mühe mitgegeben mit der Nebenquest. Kaputt. Kaputt. Und kaputt. So, dann reiten wir mal weiter. Ist ja echt hier um die Ecke. Wetter ist halt nicht gerade toll. Leider. Aber gut, man kann nicht alles haben. Zufrieden mit dir. Siri ist mir auch wichtig. Das weißt du sehr gut, verdammt nochmal. Und die Maske des Ouroboros ist kein Spielzeug. Hast du überhaupt eine Ahnung, was passieren kann, wenn du die Maske benutzt? Welche Konsequenzen das haben könnte? Nein, du aber auch nicht. Also keine Panik. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Zitat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Jordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebe. Diebstahl oder nicht, Krach hat uns freie Hand gelassen. Erstens, dies sind zwar seine Inseln, aber wir Druiden passen auf, dass hier keine fremde Magie Einzug hält. Zweitens, nach dem Kataklysmus hat Krach uns um Hilfe gebeten und uns diese Gegend anvertraut. Drittens, was? Was war das? Nein, Yennefer hat die Maske benutzt. Wir müssen die Maske neutralisieren. Na, dann gehen wir mal gucken. So, oder wir noch ein Händler. Moment. Ach, der Yoda schon wieder. Okay. Mach du mal. Was macht ihr da Schönes? Oh, Nebling. Na toll.
Aua. Was war das? Einhörner. Verdammt, Jen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück! Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Du machst das sowieso, wann immer du willst. Bis jetzt hat's dir nicht geschadet, oder? Dann mal los. Da ist die erste Stelle. Dann schauen wir doch mal. Okay. Rüsten wir die Maske nochmal aus. So, Jennifer, mal gucken. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt's von dir nichts mehr einzusammeln. Leg die Maske an. Das geht ganz gut. Wenig Neblingszahn. Pass auf! Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Ja, gehen wir halt da mal weiter. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. No. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Die Neblinge. Da geht's weiter. Okay. Und? Bereit? Ja, benutze immer doch. Die Maske. Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Gut, dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir den Begleiter noch. Vielleicht ist es ja der Baron gewesen. Und das ist schon alles sehr alt. Leg die Maske an. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen.
Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Oh. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Was Krach wohl dazu sagen wird. Reg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Aber wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Nun ist er in die Richtung geflogen. Dann schauen wir da mal weiter. Haben wir da eine Leiche? Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du? Ich kann. Dann mach. Hui. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn, wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Das ist eine lange Geschichte. Über das ältere Blut und Ciris Fähigkeiten. Hat sie vielleicht die Fähigkeiten ihrer Mutter geerbt? Ciri kann viel mehr als ihre Mutter. Aber jetzt müssen wir erst einmal herausfinden, was die wilde Jagd auf Hinnasfjall wollte. Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ardskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hinnasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Warte. Wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Bleib in meiner Nähe. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hinnasfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein.
Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Gut, schauen wir uns da mal um. Und was, wenn Falk und gesund? Wenn er uns nicht verlassen hat, sondern... Hör auf! Ich möchte nicht über ihn reden. Er war unser Blutsbruder. Wir sind auf demselben Langschiff gesegelt. Haben die Schwarzen gemacht. So, Lofoten. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht. Was geschah dann? Yen, lass sie in Ruhe. Ach, du kapierst es nicht. Wenn wir erfahren, wo... Doch, ich kapiere es. Du sollst trotzdem aufhören. Du hast recht. Komm zur Sache. Sofort. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... Davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Erinnerst du dich sonst noch an etwas? Irgendwas? Nur daran, dass sie müde aussah. Sehr müde. Und sie hatte nasse Haare. Großartig. Nun wissen wir, dass sie gebadet hat. Was für ein Fortschritt. Tut mir leid. Skia... Der Feigling. Entschuldigung. Der Feigling. Der Feigling hätte euch mehr sagen können. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden, auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgwag tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig.
Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Hm, die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgvak nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgvak verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Ich kann Morgvak besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgvak wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch, also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgvak und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Na, schauen wir mal. So, dann machen wir das aber mal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.